Im März hat die Bieler Bevölkerung die neue Stadtordnung angenommen. Im 2025 tritt sie in Kraft. Und das vorderste Forum von der neuen Bieler Stadtordnung ist die Präambel. Ein Text aus 8 Sätzen, sozusagen die heilige Schrift der Stadt Biel. Und die eben heilige Schrift, wie ich sie nenne, ist geschrieben von Bieler Journalistin und Autorin Vera Urweider. Und aus diesem Text gibt es jetzt eine Ausstellung, die am nächsten Samstag wird anfangen, mit dem Titel «Präambil». Für das ist Vera Urweider bei uns im Studio. Guten Abend, Vera Urweider. Hallo. Ihr habt diesen Text geschrieben zu der Stadtordnung. Hat es viele Leute, die euch ansprechen in Biel im Moment zu diesem Text? Zum Text selber, schon dann, vor 5 Jahren, als ich ihn geschrieben habe, das ist ziemlich ab der Decke. Also, da sind wirklich Leute gekommen, die mir auch fremd waren, die irgendwie mein Gesicht in der Zeitung gesehen haben und mich wiedererkannt haben und sich auch sagen, hey, wow, das ist für mich Biel, du schreibst aus meiner Seele. Und dann ist natürlich in den letzten 4,5-5 Jahren ein bisschen vergessen gegangen, auch dank der Pandemie und so weiter und so fort. Und jetzt ist es halt mit diesem Projekt und mit der Abstimmung wieder ans Tageslicht gekommen. Und ich höre jetzt von Leuten, die sagen, hey, seitdem hängt der Text an meinem Kühlschrank oder an meinem, weiss ich auch nicht, Badzimmerschäfte. Ein riesiges Kompliment, oder? Ja, allerdings. Bevor wir zur Ausstellung kommen, die ich am Anfang gesagt habe, kommen wir doch zum Text. Vera Urweider, könnt ihr uns euren Text zu Biel vorlesen, hier bitte im Studio? Mhm. Wir teilen uns ein Leben zwischen Deutsch und Französisch, zwischen Jura und See, zwischen Ordnung und Gelassenheit, zwischen Kultur und Sport, zwischen Bildung und Aufbruch. Wir teilen uns ein Leben in einer multikulturellen Stadt, in einer solidarischen Stadt, in einer toleranten Stadt, in einer visionären Stadt, in einer offenen Stadt, in einer grünen Stadt. Eine Stadt, die in ihrer Art, Größe und Mehrsprachigkeit Verantwortung trägt. Eine Stadt, die nicht Hauptstadt sein muss und deshalb Narrenfreiheit genießt. Um kreativ, mutig, lebendig zu sein, um auszuprobieren, Perspektiven zu schaffen, scheitern zu dürfen. Um aufzustehen, zusammenzustehen, gemeinsam auch Nein zu sagen für eine sorgsame Zukunft. Biel muss nicht, Biel darf, kann und soll. Die 8 Sätze aus der Präambel von Biel. Der Schlusssatz. Biel muss nicht, Biel darf, kann und soll. Was bedeutet das für euch? Das ist eigentlich wie die Zusammenfassung von dem ganzen Text. Ich schreibe ja, dass wir eine gewisse Größe haben, dass wir eine Verantwortung haben mit der Zweisprachigkeit, die hier ja gelebt wird und auch offiziell zu der Stadt gehört. Eine Multikulturalität, auch Visionen. Also es ist einfach, Biel muss nicht, weil sie nicht Hauptstadt ist. Oder? Und Biel muss auch nicht irgendetwas machen, weil sie nicht Bankenstadt ist oder so wie Zürich. Es ist nicht allzu gross, sie hat ein Schatten da. Sie wird immer noch belächelt. Es ist negativ in den Schlagzeilen. Okay, es hat ab und zu einen Hype. Man könnte ja mal Biel besuchen. Aber grundsätzlich wird Biel belächelt. Und das ist eigentlich genau. Zu Recht wird Biel belächelt? Nein, finde ich eben gar nicht. Warum nicht? Warum nicht? Wir sind doch schon so ein Provinzstädtchen. Ja, absolut, aber zum Glück. Das ist ja genau unser Glück. Das ist das, was ich mit diesem Text versuche zusammenzufassen, dass man aus. Wir sind eben kein Dorf und nichts gegen Dörfer, das ist ein anderer Charakter. Wir sind immer noch eine Stadt. Wir haben hier alles. Wir haben sogar ein zweisprachiges Fernsehen. Wir haben Radio, Deutsch und Französisch. Wir haben Zeitung, Deutsch und Französisch. Wir haben sogar eine zweisprachige Wochenzeitung. Ich meine, das ist eine Vielfalt, oder? Wir haben Kino, Theater, Konzert, mehr Sport. Ich muss nicht alles aufzählen. Das geht nämlich auch rein, das, oder nämlich schreibt mit der Narrenfreiheit, oder eine Stadt nicht Hauptstadt muss sein, deshalb Narrenfreiheit genau. Genießt, oder? Genau. Lasst uns das auch frei, oder? Ja, absolut. Lasst uns das auch frei Nein sagen, gemeinsam. Das schreibt nämlich auch, um kreativ, mutig, lebendig zu sein, um auszuprobieren, Perspektiven zu schaffen, scheitern zu dürfen, um aufzustehen, zusammenzustehen, gemeinsam auch Nein zu sagen. Mhm. Das ist eigentlich ein starker Text. Was sagen da Politiker, die wirklich die Stadt
vertreten zu dem? Also grundsätzlich ist es sehr gut angenommen worden. Ich weiss noch, dass es damals im Herbst 2019 im Stadtrat diskutiert wurde und genau das Nein und auch die Narrenfreiheit die hätten sollen gestrichen werden, beziehungsweise das Nein zum Ja umgemodelt werden. Eine Stärkung der Demokratie eigentlich. Dass wir als Bevölkerung sozusagen können sagen Nein. Aha, das ist ja, wirklich genau. Eine Stärkung, oder? Ja, und vor allem hinter jedem Nein ist ja ein Ja. Also die Bevölkerung sagt ja Nein zu etwas, nicht einfach nur zum Nein sagen, sondern es gibt ja immer einen Grund dazu. Oder? Und das ist, ja, wie ihr sagt, mit der Demokratie, das ist die Basis von dem, dass wir mitreden können. Und ein Nein, beziehungsweise ein Ja, wäre an dieser Stelle für mich zu kitschig irgendwie. Wir wollen ja nicht zusammen Ja sagen, wir nicht heiraten. Oder? Jetzt ist alles positiv in diesem Text zu Biel. Die sagen selber, ich liebe Biel. Was habt ihr nicht gerne an Biel? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenig bis nichts. Also, ja. Alles perfekt? Nein, perfekt nicht. Aber so, dass ich sehr gut drin leben kann. Und halt eben ausprobieren und auch darf scheitern und dann darf ich wieder aufstehen und weiterfahren. Das ist doch ein gutes Stichwort zu der Ausstellung «Prem Biel», die ihr ins Leben gerufen habt, vor ein paar Monaten, dass eigentlich die Bevölkerung etwas inspiriert von eurem Text machen soll, für eine Ausstellung, die am nächsten Samstag anfängt, egal was. Mhm. Und jetzt seid total überrennt worden, eigentlich, kann man sagen. Was hat es alles für Sachen gegeben, die die Leute haben eingereicht? Bis am 19. April haben sie einreichen. Genau. Und es hat tatsächlich 2-3 Nachzügler. Aber sie haben sich bis zum 19. April angemeldet. Das weiss ich. Ich habe x verschiedene Sprachen. Also, der Text in Sprache übersetzt. Genau. Also das ist so wie die einfachste Umsetzung. Ja, Stand heute sind es etwas über 30. Und ich weiss, es sind noch ein paar am Tun. Und ich werde am Freitag, Samstag sicher noch 4-5 mehr haben. Und der Sprachteil wird ja auch offen in den nächsten 2 Monaten, wo die Ausstellung ist. Wenn neue Sprachen noch dazukommen, werde ich die irgendwie noch integrieren. Was für Sprachen jetzt zum Beispiel, die mich überrascht, jetzt nebst vielleicht der Sprache, die am meisten erwarten könnte, Spanisch, Italienisch oder so? Genau, also was mich überrascht hat beim Italienisch, habe ich mega lange warten, bis es wirklich jemand macht. Das hat mich sehr überrascht. Das wird das Gegenteil. Und Spanisch habe ich auch erst gerade bekommen, tatsächlich. Eine von der ersten Sprachen, jetzt bin ich gerade überfordert, was habe ich? Albanisch habe ich als erstes gehabt und Mazedonisch und er Haslitdeutsch. Haslitdeutsch? Genau, von meinem Vater. Aus dem Haslital? Ja. Ah, also ja, genau, von dort, vom Ursprung, wo ich Familie kommt, Urweiders. Genau, Vaterseite. Was hat es sonst noch gegeben, jetzt nebst sprachliche Übersetzungen? Ich habe sehr schnell ein Telefon bekommen von der Sarah Furimann, eine Kunstmalerin, die mir gesagt hat, ich mache dir ein Präambild. Und so heisst das Werk auch. Und es ist ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Öl auf Leinwand. Nachher haben wir Fotografien. Wir haben im Performance-Blog, der dann auch eben in dieser Ausstellung, also am Auftakt ist, am 27. gibt es jemanden, der tanzt. Beziehungsweise 2 performativ tanzen. Ich habe einen Song bekommen. Ich habe einen, ich weiß nicht, was es ist, Präambelsound. Sie haben gesagt, auch so etwas geräuschli-mässig. Ich weiß es nicht. Als letzte Frage, ganz kurz, macht ihr selber etwas? Ich führe ein bisschen durch den Abend zusammen mit Rafa Marti, Poetry Slammer. Ich habe selber eigentlich gedacht, ich werde den Text lesen und so, aber das ist gar nicht nötig, weil es gibt am Anfang ein Video, wo aus dem Text ist entstanden und da lese ich in diesem Video lese ich den Text, also man hört ihn. Und nachher es hat so viele Sachen, die er passieren. Wir haben fast ein stündiges Programm, da habe ich mich nachher ein bisschen zurückgezogen und gesagt, nein. Wunderbar, wir kommen zum Schluss von diesem Interview. Merci vielmals, seid ihr hier im Interview gsi, Vera Urweider. Merci auch. Die Ausstellung «Prem Biel» findet statt nächsten Samstag in der 20s Cocktailbar und im 20er Keller in der Bieler Altstadt. Ab 17:30 für 2 Monate wird sie offen sein. Merci vielmals fürs Zuschauen hier im Interview und einen schönen Abend.